Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler66, Stunde der Wahrheit. Und wieder mal, so wie ihr in dem kleinen Zeichen da oben von Skype oben am Bildschirm erkennen könnt, eine Zusammenarbeit mit Bruder Michael aus Deutschland. Heute haben wir uns eingefunden, abends nach einem schweren Tag, sowohl für ihn, für mich ein bisschen weniger, aber für ihn schon. 8:45 ist es, abends am 1. Juni 2018, Sabbat. Der beinahe anfängt, sobald die Sonne ganz untergegangen ist, von der ich heute nicht viele gesehen habe, es hat den ganzen Tag nur geregnet. Ein fürchterlicher Tag, aber ich habe mich in der Hinsicht den ganzen Tag auf diesen Tag gefreut, oder freue mich im Grunde schon die letzten Tage auf diesen Tag, weil ich weiß, wie es in dem Griesinger Buch weitergeht. Und wenn ihr aufgepasst habt in der letzten Lesung, wo wir das erste Kapitel im dritten Buch abgeschlossen haben, dann wisst ihr auch, wie es weitergeht. Und da werden wir uns dann gleich mit beschäftigen, mit dem Thema. Und zwar ein wenig mehr als nur mit dem Buch. Das werde ich euch dann auch gleich erklären, wenn ich angefangen habe zu lesen. Aber erstmal möchte ich bitte Michael herzlich begrüßen zu der Sendung hier heute und fragen, wie es dir geht. Und herzlich willkommen, Michael. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Abonnenten und Zuhörer von Joggler 66 oder 66. Ja, sag einfach Jörg, weißt du, der Joggler 66 ist ja nur ein Avatar. Also mein Name ist Jörg. Ne? Ja. Okay, so, dann fangen wir nämlich gleich an, weil wir heute ein riesen Thema haben. Und wir sind mal gespannt, welche Kommentare da kommen werden und wie das überhaupt jetzt so aufgenommen werden wird, was wir da vorbereitet haben. Ja, das ist richtig. Das dürfte ganz interessant sein. In dem Buch sehen wir hier zweites Kapitel, das heißt »Die Liebhaberei zu Knaben und Jünglingen«. Und beschäftigt sich natürlich weiterhin mit den Übertretungen der Jesuiten, wie wir ja bereits im ersten Teil dieses Buches hier besprochen hatten. Da heißt es ja, die Sittlichkeit der Jesuiten oder das Gelübde der Keuschheit. Das ist der Titel des dritten Buches, also des Endteils des ersten Bandes. Die Sittlichkeit der Jesuiten oder das Gelübde der Keuschheit. Und hier geht es dann jetzt im zweiten Kapitel um die Liebhaberei zu Knaben und Jünglingen. Ich habe mir bereits einen Titel rausgesucht für dieses Video, der heißt Pädophilie und Pädasterie in der römisch-katholischen Kirche. So, jetzt werden wir erstmal eben zu Anfang ein kleines Stück in dem Buch lesen von Theodor Griesinger auf Seite 345 in dem PDF zum Anfang dieses zweiten Kapitels in dem dritten Buch des ersten Bandes. Wenn ich schon das vorige Kapitel mit vollkommenem Widerwillen niederschrieb, so erregt mir das nun folgende geradezu Ekel. Allein als Geschichtsschreiber muss ich tun, was meines Amtes ist. Und das Einzige, was ich mir erlauben darf, ist Kürze in der Darstellung. Es handelt sich nämlich diesmal nicht von einem natürlich, sondern vielmehr von einem unnatürlichen Laster, von dem der Gnadenliebe oder Pädasterie, wie die Griechen sagen. Und dass dieses in den jesuitischen Erziehungsanstalten vollständig eingebürgert war, ist eine leider nur allzu sehr verbürgte Tatsache. Ja, soweit der erste Absatz in diesem Buch. Und ich kann dem Theodor Griesinger hier mit allem, was er sagt, nur zustimmen. Es dreht einem bibelgläubigen Christen den Magen um, wenn man diese Dinge sich näher anschaut, wenn man sie näher studiert. Aber durch Schweigen wird uns ja auch nicht geholfen. Im Gegenteil, das Schweigen oftmals der Opfer, aus welchen verständlichen Gründen auch immer, und vor allen Dingen das Schweigen derjenigen, die die Opfer betreuen, seien es Eltern oder andere Personen, die der sogenannten Knabenliebe, der Pädasterie oder Pädophilie zum Opfer gefallen sind, sorgen dafür, dass diese Dinge im Untergrund mehr oder weniger seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden bereits, in der Menschheitsgeschichte rumgeistern. Und ihr wisst ja, dass ich hier in Belgien lebe, wo wir ja in den 90er Jahren den Fall Dutroux hatten. Und da habe ich ja auch in verschiedenen Videos, bin ich da schon mal drauf eingegangen. Auch mit Michael, glaube ich. Sind wir da doch im letzten, während der Lesung des letzten Kapitels, sind wir auch drauf eingegangen. Auf Dutroux, Michel Martin und so weiter und so weiter. Ganz genau, ja. Und meine persönliche erste Begegnung mit einem Pädophilen in meinem Leben, wo es mich wirklich persönlich betroffen hat, war Anfang des Jahres 2004, als meine damalige Frau mir offenbarte, dass sie mich seit Monaten betrügt und dass sie mich mit einem Pädophilen betrügt.
Und in dem Moment, als ich dann zusammen mit meinem Sohn bei mir auszog, mein Sohn war damals 12 Jahre, hat sie natürlich mit diesen Pädophilen zusammengelebt. Ja, natürlich kannte ich davor Pädophile und all diese ganzen Sachen, aber ich habe mich da nie mit beschäftigt. Aber in dem Moment hat mich das persönlich betroffen. Ja, und ich war da überhaupt nicht glücklich mit, dass mein Sohn in einer solchen Phase seines Lebens mit 12 Jahren, wo er in der vollen Entwicklung zu einem Jugendlichen, zu einem Mann hinsteht, dann in einem Haushalt leben muss mit einem Pädophilen zusammen. Und was ich von meiner Frau denke, dass sie mich für einen Pädophilen verlässt, ist eine andere Sache. Da ist aber auch nicht das Thema der Sache hier, aber es hat mich persönlich betroffen. Und ich glaube, dass viele Leute solche Dinge erst wirklich ernst nehmen, wenn es sie persönlich betrifft. Und am schlimmsten finde ich diese Auswirkungen auf die Opfer selber. Nun, der Punkt, weshalb ich jetzt die Lesung des Griesinger Buches hier unterbreche und mit Michael abgesprochen habe, das Thema tiefer aufzugreifen. Und tiefer ja, aber nicht so tiefgehend, dass wir jetzt eine eigene Videoserie von 30 Videos machen oder so. Das ist nicht die Absicht. Aber wir wollen den Punkt ganz, ganz deutlich machen, dass Griesinger in seinem Buch sich natürlich mit den Jesuiten beschäftigt. Aber Päderastie, Knabenliebe, wie er es nennt, Pädophilie, das sexuelle sich Vergehen an Jungen und Mädchen, und zwar vom Alter her, von wenigen Monaten bis hin zu der Zeit, ja, im Grunde, wenn sie sterben, manche als Kind, manche als Erwachsener, das spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt Kinder, die werden ihr ganzes Leben lang auch als Erwachsener weiterhin vergewaltigt und missbraucht. Das ist eine Sache, das zieht sich durch die heidnischen Religionen seit Anfang an. Das fängt schon an in Babel und es gibt in der Bibel Stellen, auf die werden wir dann auch später noch zu sprechen kommen, wo bereits im Gesetz und den Propheten, also ihr nennt das meistens das Alte Testament, ich nenne es das Gesetz und die Propheten, wo dort bereits vor dergleichen Handlungen gewarnt wird. Ja? Und wir haben einen Text im Internet gefunden, den Michael und ich heute lesen möchten. Nur bevor wir diesen Text lesen, habe ich hier noch etwas anderes. Und zwar möchte ich euch das mal eben zeigen. Ihr seht hier, ich habe hier die Google-Seite aufgemacht und auf Google findet ihr hier oben, habe ich eingegeben, Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Das ist einfach das Schlagwort, das ich eingegeben habe. 75.600 Resultate in 0,51 Sekunden. Und dann könnt ihr ja selber diesen Link, den ich natürlich auch in der Beschreibungsbox dieses Videos verlinken werde, mal anklicken. Und ihr könnt euch durch die verschiedenen Links, die hier gegeben werden, auf Google mal durchklicken. So finden wir hier natürlich einerseits Wikipedia ganz oben, aber dann finden wir hier auch die Süddeutsche Zeitung, wir finden Spiegel.de. Wir finden dann später, wenn man das auch sucht, ITCCS, Deutsch, da kommen wir dann später noch zu. Zum Beispiel das hier fand ich auch einen ganz interessanten Link, den ich dabei gefunden hatte hier. Ja, so wie ihr hier seht, das ist, ja, okay, dass das weggeht hier, von der Seite katholisch.de, ja, aktuelles Themenseite Missbrauch. Papst, Kultur des Missbrauchs in Chile muss enden. So, jetzt seht ihr, das ist eine ganz lange Seite und da geht es immer über den Kindermissbrauch hier in Chile anscheinend und über den Ackermann, der bedauert Fehler in seiner Diözese und so weiter und so weiter und so weiter. Papst dies, Papst das, Franziskus hier, Franziskus da, Missbrauch, Papst bestätigt dies, Uni startet Studiengang zum Kinderschutz, ja, macht den Wolf den Schützer des Hennenhauses, ne, des Hühnerhauses, würde ich mal sagen. Ja? Oder auch den Bock zum Gärtner, aber das ist eine ernstere Sache. Ihr seht, wenn man hier runterscrollt, das sind Artikel über Artikel über Artikel, ja, von den Domspatzen, die Opfer von Übergriffen wurden und so weiter und so weiter. Also das Thema, das Michael und ich hier heute behandeln möchten, ist ein dermaßen tiefgehendes Thema, dass man sich da im Grunde nur oberflächlich mit befassen kann. Ich will jetzt auch nicht hier in die verschiedenen Artikel reingehen. Ich will euch nur mal eine Idee geben, wie man sich da durchlesen kann und wie man sieht, dass dieser Missbrauch, dieser Kindesmissbrauch, sich wie ein roter Faden durch die römisch-katholischen Kirchengeschichte im Grunde zieht. Also von Anfang an. Und die Geschichte ist inzwischen ja gut 2000 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen. Also 2000 Jahre Missbrauch. Mindestens. Alleine in der römisch-katholischen Kirche. Und da die römisch-katholische Kirche, wie ihr wisst, eine
heidnische Kirche ist und nur die Fortsetzung des heidnischen Römischen Reiches ist, hat es das natürlich vorher in den Vorgängerreichen auch schon gegeben. Das hat es in Rom gegeben, das hat es in Griechenland gegeben. Entschuldigung. Der Name Pedasteri, hatte ich ja gerade vorgelesen, kommt aus dem Griechischen. Das hat es aber auch davor in Medo-Persien gegeben und das hat es damals in Babylon gegeben. Ja? Also das ist nichts Neues. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Menschheitsgeschichte hin. Vor allen Dingen eben bei den Heiden. So, inzwischen habe ich hier die ganze Zeit auf der Seite runtergescrollt und ihr seht, das ist ein Artikel nach dem anderen, wo es über Missbrauch geht. Ja? Wie heißt das hier? Das Kapitel wird nie zu Ende sein. Die Missbrauchsaufarbeitung in der Kirche ist laut Bischof Ackermann noch nicht abgeschlossen. Es gäbe immer noch Menschen, die sexuelle Übergriffe meldeten, so der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz. Das ist eine Sache. Dann wollte ich hier mal den anderen zeigen, hier von der Süddeutschen. Den Link von der Süddeutschen klicken wir mal kurz an. Warum es der katholischen Kirche so schwer fällt, Missbrauch einzugestehen? Ja, das dürfte wohl hauptsächlich daran liegen, dass die römisch-katholische Kirche versucht, sich als Christentum zu verkaufen und die Menschen natürlich schwierig begreifen können, dass im wahren Christentum Kinder missbraucht werden sollen. Ich will jetzt auch diesen Artikel gar nicht groß durchlesen. Ihr kriegt den Link in der Beschreibungsbox dieses Videos mitgeliefert und ihr könnt euch selbst anklicken, ihr könnt das selbst durchlesen. Ja? Ich finde es nur wichtig, dass wir über diesen Punkt einmal sprechen. Wenn man in die Suchmaschine in Google Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche eingeht, was man da nicht alles innerhalb der kürzesten Zeit hier bekommt. Hier zum Beispiel ist auch ein interessanter Artikel aus der Zeit, ja, die Zeit Online, der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche vom 18. Juli 2017. Ja. Und da seht ihr auch, da ist eine ganze Chronologie drauf der letzten Jahre von 2010 bis. Ein interessanter kleiner Artikel, den man ruhig mal durchlesen kann, aber da geht es heute Abend nicht drum. Nein, heute Abend geht es uns darum, dass ich einerseits euch eben bekannt mache mit demjenigen, der es noch nicht kennt, von ITCCS. Ja, das ist eine Seite von Kevin Annett. Kevin Annett hat, um es in ganz wenigen Worten zum Ausdruck zu bringen, die Seite seht ihr jetzt hier auf Deutsch, auch den Link werde ich in das Video mit reingeben. Kevin Annett hat, kommt aus Kanada übrigens, hat sich lange beschäftigt mit Missbrauch von einheimischen Kanadiern. Also in Amerika nennt man die Indianer und in Kanada nennt man die wohl Ureinwohner oder was weiß ich. Und auch mit Kindesmissbrauch. Und ein weltweiter Medienhinweis des Internationalen Tribunals in Sachen Verbrechen von Kirche und Staat. Das ist ein Artikel, den man hier lesen kann. Um das jetzt mal kurz zusammenzufassen für diejenigen, die das noch nicht kennen. Ja, hier steht über die harte Wahrheit über das Verbrechen namens Kanada und so weiter und so weiter. Für diejenigen, die also bis jetzt von Kevin Annett, so wie hier steht, noch nicht viel gehört haben, kann ich nur das Folgende dazu sagen. Kevin Annett hat viele Untersuchungen angestellt über Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche und hat sogar einen Rechtsstreit versucht anzufangen gegen die römisch-katholische Kirche vor dem Weltgericht. Und das Weltgericht hat sich zur Beratung zurückgezogen und hat dem Kevin Annett ganz deutlich gesagt, Herr Annett, es tut uns leid, wir haben keine Jurisdiktion, um den Vatikan, um die römisch-katholische Kirche im Sinne ihrer Anklagen anzuklagen. Das Weltgericht hat keine Jurisdiktion darüber. Warum nicht? Ja, wie in der Bibel geschrieben steht, ne? Der Papst erklärt sich selber zum Gott, er ist der Richter aller Menschen, aber er darf nicht oder wird nicht von Menschen gerichtet. Über Kevin Annett kann man geteilter Meinung sein, ich habe mich nie zu sehr auf ihn festgehakt und ich hatte schon immer ein komisches Gefühl bei ihm und als ich dann jetzt letztens gelesen hatte, dass er sogar vorgeschlagen wurde für einen Nobelpreis, da habe ich mir gedacht, da ist das ja auch alles nur kontrollierte Opposition. Also mein Bauchgefühl von Anfang an hat sich irgendwohin in der Hinsicht bestätigt. Aber wie gesagt, dass jemand sich da mal die Mühe macht, da Untersuchungen in der Richtung anzustellen, finde ich ganz in Ordnung. Sollte man machen. Wie gesagt, den Link kriegt ihr in der Beschreibungsbox des Videos hier mit bei. Dann könnt ihr danach schauen. Diesen Artikel hatten wir eben auch schon mal gesehen, also habe ich hier runtergescrollt. Und hier, das ist der Zeitartikel Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Also, ich finde es wichtig, dass man sich mit dieser Sache beschäftigt und zwar nicht nur, wenn man, wie ich jetzt in der Vergangenheit auch, da eine eigene Erfahrung mit hat,
entweder dadurch, dass man selbst missbraucht wurde oder dass man jemanden kennt, der missbraucht wurde, sondern ich finde, so etwas muss angeprangert werden. Und der Fall Dutroux hat ja ganz deutlich gezeigt, wie solche Dinge im Laufe der Jahre im Sande verlaufen. Der Fall Dutroux war 1996 hochgekommen. Wir haben heute 2018, das sind 22 Jahre später, und kein Schwein spricht mehr von Dutroux. Und Michel Martin lebt irgendwo glücklich im katholischen Kloster, weg von der verurteilenden Kraft der zivilen Mächte, weil die zivilen Mächte natürlich mit den geistigen Mächten unter einer Decke zusammenspielen. Genauso wie es Martin Luther bereits 1520 angekarrt hat, dass eben die römisch-katholische Kirche fordert, dass die Geistige über der weltlichen Macht steht. Und wenn das so ist, dann hat die weltliche Macht nicht die Möglichkeit, die spirituelle Macht oder die geistliche Macht anzuklagen. Siehe der Fall Kevin Annett zum Beispiel. So, jetzt habe ich hier eine ganze Zeit lang einen eigenen Vortrag gehalten. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht, weil Michael ist ja auch noch da. Und ihr fragt euch, warum lädt er denn Michael ein, wenn der die ganze Zeit die Schnauze hält. Michael wird gleich nicht mehr seinen Mund halten. Michael wird sich jetzt damit bemühen, diesen Text hier vorzulesen, und mit bemühen, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie negativ, sondern er wird sich halt die Mühe geben, diesen Text vorzulesen. Wir werden das zusammen machen. Er wird den Hauptteil des Textes lesen, gehe ich mal von aus, und ich werde auf jeden Fall die Bibelstellen, die ihr hier immer in gelb angestrichen seht, die werde ich dann immer vorlesen, wenn es darum geht. Und dieser Artikel, der im Internet gefunden wurde von uns beiden, ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden den gefunden hat, spielt auch keine Rolle. Er hat sich jedenfalls die Mühe gemacht, hat das in Word übergemacht. Ich habe da ein PDF von gemacht, und das ist das PDF, was ihr hier seht. Auch dieses PDF werden wir auf archive.org zur Verfügung stellen. Und der Link wird in der Beschreibungsbox des Videos euch auch zur Verfügung gestellt. So könnt ihr es euch auch selbst runterladen auf euren Computer. Mit den Verweisungen hier, mit meinen Kommentaren über die Bibeltexte damit bei. Der Text lautet: Wenn die Mauer des Schweigens bricht. Hilfe für misshandelte Kinderseelen von Manuel Seibel. Und ich finde diesen Text sehr wichtig, ich finde ihn sehr kräftig, ich finde ihn sehr ergreifend und ich finde ihn sehr nötig, da wir in dem Buch hier von Theodor Griesinger nur über die Jesuiten sprechen. Wir müssen uns davon bewusst sein, dass es nicht nur die Jesuiten sind, die sexuellen Missbrauch begehen, und zwar nicht nur, wie wir gelesen hatten, bei Frauen und natürlich auch bei Männern, sondern auch bei den Kindern. Das ist die ganze römisch-katholische Kirche, die ganze Hierarchie, vom kleinsten Priester bis zum höchsten Papst, von der gesamten Geschichte dieser römisch-katholischen Kirche bis heute, 1. Juni 2018, bis zur Zeit, wenn unser Herr Jesus Christus endlich zurückkommt und dieser Sache endlich ein Ende bereitet. Die ganze Zeit ist das da schon drin. Und da Griesinger sich nur mit den Jesuiten beschäftigt, werden wir hier in diesem Fall ein wenig eingehen auf die römisch-katholische Kirche, auf die Bibel und Kindesmissbrauch, auf die Kindesmissbrauch im Allgemeinen, hauptsächlich aus Sicht der römisch-katholischen Kirche. So. Und jetzt ist es an Michael, um sich dann in den Text einzulesen. Und ich werde natürlich hier und da, wenn ich es finde, kommentieren. Und Michael wird mich natürlich dann auch in der Hinsicht unterstützen. Und wir werden darüber eine Diskussion mehr oder weniger führen. Mhm. Hoffe ich doch. Das ist zumindest die Absicht dieser Sendung heute. Nicht enttäuscht sein, dass es in Griesinger nicht weitergeht. Es geht da weiter. Aber dieser Ausflug, dass wir das jetzt hier gründlich besprechen, ist umso wichtiger, weil wenn wir das, was wir jetzt besprechen, besprochen haben und ihr es verstanden habt, dann versteht ihr das, was der Griesinger schreibt, immerhin Mitte des 19. Jahrhunderts, auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist zumindest meine und Michaels Hoffnung. So, und jetzt werde ich meine Schnauze mal eben halten und überlasse das Mikrofon Bruder Michael. Bitteschön. Ja, Jörg, ich habe dich auch ausreden lassen, weil ich die Zwischenzeit genutzt habe, bei gemutetem Mikrofon mir einfach auch ein paar Stichworte zu machen von Dingen, die ich im Internet recherchiert habe und die auch meine persönliche Meinung widerspiegeln. Und das werde ich dann dementsprechend zitieren oder halt auch als meine Meinung dann kundtun. Aber zunächst, bevor wir in die Diskussion starten, würde ich einfach jetzt mal den Text lesen. Dieser Text heißt: Wenn die Mauer des Schweigens bricht, Hilfe für misshandelte Kinderseelen. Und es ist, man muss dazu sagen, natürlich kein leichter Text. Er wühlt uns und sicherlich auch euch eine ganze Menge auf.
wir versuchen da halt einfach auch so sorgfältig wie möglich jetzt hier zu recherchieren und auch zu berichten. Und wenn uns da ab und zu mal so ein bisschen die Hutkrampe geht und wir vielleicht ein bisschen lauter werden, dann bitte ich dafür jetzt schon mal vorab um Verständnis, weil es halt einfach ein Thema geht, was jeden von uns emotional, glaube ich, sehr bewegt. Also, wenn die Mauer des Schweigens bricht, Hilfe für misshandelte Kinderseelen, die Bibel und Kindesmissbrauch. Sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament macht uns die Bibel unmissverständlich klar, dass diese Taten ein Greuel in den Augen Gottes sind. Nicht die Opfer, sondern die Täter machen sich vor Gott schuldig. Diese Tat ist daher besonders schlimm, weil häufig ein von Gott gegebenes Vertrauensverhältnis, also Vater, Kind, oder sonstige Respektverhältnisse missbraucht werden, und zwar auf eine Weise, die bei den Kindern oft jahrzehntelange traumatische Erinnerungen und Verletzungen zur Folge haben. Wenn wir wissen wollen, was Gott über solch furchtbare Dinge denkt, müssen wir in die Bibel schauen. Natürlich wissen wir bei einem solchen Thema unwillkürlich, was die Gedanken Gottes sind. Dennoch ist es immer gut, sich konkret an seinem Wort zu orientieren. Der Apostel Paulus benutzt im Neuen Testament einen Ausdruck, der sich zwar nicht nur auf Kindesmissbrauch beschränkt, diesen aber deutlich mit einbezieht. Knabenschänder, 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9. Und das lautet, das lese ich jetzt mal eben vor, dass wir eben den Bezug auch immer hier drin haben. Wir lesen jetzt zwischen dem 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9 und Vers 11, was die Bibel dazu sagt. Und zwar steht geschrieben: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder. Weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Weitere Referenzstellen, die mit demselben Thema sich beschäftigen, sind Epheser Kapitel 5, Verse 3 bis 8, Titus Kapitel 3, Verse 3 bis 7, 1. Thessaloniker Kapitel 4, Verse 1 bis 7 und 1. Buch Petrus, 1. Kapitel, Verse 14 bis 19. Und zweitens fährt er hier fort mit einem Zitat aus dem 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 10 und hier lesen wir zum besseren Verständnis im Zusammenhang 1. Timotheus Kapitel 1, Verse 8 bis 11. Die Bibel sagt: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut ist. Bitte, Michael. Die Person, die diese Sünde begeht, steht unter einem besonderen Gericht Gottes. Ein Knabenschänder wird, Zitat, das Reich Gottes nicht erben, Ende Zitat. Das heißt nicht, dass ein Kind Gottes, das diese Sünde begeht, die Errettung wieder verlieren könnte oder dafür noch nachträglich bestraft würde. So etwas kennt Gottes Wort nicht. Aber jemand, der Kinder sexuell missbraucht, wird im 1. Timotheus, Kapitel 1, zur Kategorie der Sünder gefasst. Gott macht dadurch deutlich, dass es sich bei Kindesmissbrauch um eine Sünde besonderen Ausmaßes handelt. Er wird sie nicht übergehen, sondern einen solchen Täter unter seine züchtigende Hand bringen. Es ist klar, dass man nicht nur an Knaben, sondern auch an Mädchen denken muss. In der Bibel sind beim Hinweis auf eine männliche Gruppe häufig zugleich die weiblichen Personen mit inbegriffen. Beim Kindesmissbrauch geht es sogar vornehmlich um junge Mädchen. Im Alten Testament findet sich mit dem 3. Buch Mose, Kapitel 18, ein ganzes Kapitel, das sich mit falschem sexuellen Verkehr innerhalb einer Familie auseinandersetzt. Dieser Verkehr war ganz prinzipiell verboten und wurde mit der Todesstrafe geahndet. Ja, und hier fand ich es wichtig, dass wir mal das ganze Kapitel 3 Mose 18 lesen.
ja, aus der Schlachterbibel. Und da lesen wir im dritten Buch Mose, Kapitel, war das drittes Kapitel, jetzt die Referenz hier. Ja, ist richtig. Bei 18. Ja, drittes Buch Mose, Kapitel 18. So ist es, drittes Buch. Drittes Buch ist das Buch Levitikus. Ja? Ja. Verordnungen zum Schutz der Ehe und gegen Unzuchtsünden. Und der Herr redet zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich zu ihnen: Ich, der Herr, bin euer Gott. Ihr sollt nicht so handeln, wie man es im Land Ägypten tut, wo ihr gewohnt habt, und sollt auch nicht so handeln, wie man es im Land Kanaan tut, wohin ich euch führen will, und ihr sollt nicht nach ihren Satzungen wandeln. Nach meinen Rechtsbestimmungen sollt ihr handeln und meine Satzungen halten, dass ihr in ihnen wandelt, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Niemand soll sich irgendeiner seiner Blutsverwandten nahen, um ihre Scham zu entblößen. Ich bin der Herr. Du sollst die Scham deines Vaters und die Scham deiner Mutter nicht entblößen. Es ist deine Mutter. Du sollst ihre Scham nicht entblößen. Du sollst die Scham der Frau deines Vaters nicht entblößen, denn es ist die Scham deines Vaters. Die Scham deiner Schwester, welche die Tochter deines Vaters oder deiner Mutter ist, daheim oder draußen geboren, ihre Scham sollst du nicht entblößen. Die Scham der Tochter deines Sohnes oder der Tochter deiner Tochter, ihre Scham sollst du nicht entblößen, denn es ist deine Scham. Die Scham der Tochter der Frau deines Vaters, die von deinem Vater gezeugt und deine Schwester ist, ihre Scham sollst du nicht entblößen. Du sollst die Scham der Schwester deines Vaters nicht entblößen, denn sie ist die nächste Blutsverwandte deines Vaters. Du sollst die Scham der Schwester deiner Mutter nicht entblößen, denn sie ist die nächste Blutsverwandte deiner Mutter. Du sollst die Scham des Bruders deines Vaters nicht entblößen, du sollst nicht zu seiner Frau eingehen, denn sie ist deine Tante. Du sollst nicht die Scham deiner Schwiegermutter entblößen, denn sie ist die Frau deines Sohnes. Du sollst ihre Scham nicht entblößen. Du sollst die Scham der Frau deines Bruders nicht entblößen, denn es ist die Scham deines Bruders. Du sollst nicht zugleich die Scham einer Frau und ihrer Tochter entblößen, noch die Tochter ihres Sohnes oder die Tochter ihrer Tochter nehmen, um ihre Scham zu entblößen, denn sie sind Blutsverwandte, es wäre eine Schandtat. Du sollst auch nicht eine Frau zu ihrer Schwester hinzunehmen, so dass du Eifersucht erregst, wenn du ihre Scham entblößt, während jene noch lebt. Du sollst dich nicht einer Frau nahen während ihrer monatlichen Unreinheit, um ihre Scham zu entblößen. Auch sollst du bei der Frau deines Nächsten nicht liegen, um ihr beizuwohnen, so dass du dich mit ihr verunreinigst. Du sollst auch nicht von deinen Kindern keines hergeben, um es dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen, und du sollst den Namen deines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Greuel. Auch sollst du bei keinem Vieh liegen, dass du dich nicht mit ihm verunreinigst. Und keine Frau soll sich vor ein Vieh stellen, um sich mit ihm einzulassen. Es ist eine schändliche Befleckung. Ihr sollt euch durch all diese Dinge nicht verunreinigen. Denn durch das alles haben sich die Heiden verunreinigt, die ich vor euch her austreibe. Und dadurch ist das Land verunreinigt worden, und ich suchte ihre Schuld an ihm heim, so dass das Land seine Einwohner ausspeit. Ihr aber sollt meine Satzungen und Rechtsbestimmungen halten und keinen dieser Gräuel verüben, weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn alle diese Gräuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch waren, so dass das Land verunreinigt worden ist. Damit euch nun das Land nicht ausspeie, wenn ihr es verunreinigt, wie es die Heiden ausgespien hat, die vor euch gewesen sind. Denn jeder, der einen dieser Gräuel tut, die Seelen, die dergleichen verüben, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. So haltet denn meine Verordnungen, dass ihr keinen von den gräulichen Gebräuchen übt, die man vor euch geübt hat,
und euch nicht durch sie verunreinigt. Ich, der Herr, bin euer Gott. Ende des Bibelzitates. Und ich möchte ganz kurz, bevor Michael übernimmt oder da auch einen Kommentar zu hat, was auch immer, kurz auf eine Sache hier mit eingehen. Es steht hier ganz am Anfang, dass ein Mann nicht bei einem Mann liegen soll. Ich finde jetzt den Vers gerade eben nicht mehr zurück. Ich bin hier gerade am gucken. Es steht hier aber am Anfang, drin, und dass 20. man als Mann nicht wie mit einer Frau liegen soll. Ja? 22. Ja. Mhm. Ja, ist das 22? Ich denke, ja. Nee. Ja, du sollst bei keinem Mann liegen, danke. Wie man bei einer Frau liegt, dann das ist ein Gräuel. Das heißt, hier geht es um Sodomie. Ja? Im politisch korrekten Neudeutsch spricht man von Homosexualität oder Schwulsein oder auch lesbisch sein, wenn es Frauen angeht. Nein, das ist immer Sodomie, wie es die Bibel nennt. Warum ist das jetzt ein wichtiger Punkt? Wir lesen hier im sogenannten Alten Testament das Gesetz und die Propheten. Dieses sind die Grundsätze und Satzungen und Rechtsbestimmungen, die der Herr, der Gott, den Israeliten aufgetragen hat. Israel, das damals aus 12 verschiedenen Völkern bestand, worunter Juda eins war. Jetzt gehen wir mal eben in das Jahr 2018 und wir stellen fest, dass wir da in Palästina ein Land haben, das sich Israel nennt und das von sogenannten Juden bewohnt wird. Wisst ihr, und das überlasse ich dann euren eigenen Untersuchungen, dass die größten Gay Parades, Love Parades, die größten schwulen Demonstrationen, die größten Sodomitenäußerungen der Welt in Israel sind? Ausgerechnet in dem Land, wo wir gerade aus dem Buch Levitikus in Kapitel 18 vorgelesen haben, was der Herr davon hält? Dieses Land, das sich oder die Bewohner davon, die sich immer noch das auserwählte Volk Gottes wählen, obwohl sie Gott, als er Fleisch wurde, nicht akzeptiert haben? Denkt da mal eben drüber nach. Aber jetzt lasse ich gerne Michael wieder ans Wort. Ja, wenn du so ganz politisch korrekt bist, dann musst du LGBT oder GLBT oder LGBTI oder LSBTTIQ und andere Formen nennen. Ja, ich weiß. Ja. Ja, das ist dasselbe wie mit den 53 oder 60 verschiedenen Geschlechtern. Ja, mindestens, ja. Ja, wobei wir dann echt sagen, das ist sehr interessant, weil das entwickelt sich spiralförmig jetzt immer weiter und exponentiell schneller. Der ganze Wahnsinn, der galoppiert mit zunehmender Geschwindigkeit. Und interessant finde ich im Kapitel Mose 3,18 daran, dass halt eben da alle möglichen Formen, also auch Inzest und so, alles zur Sprache kommt. Ne? Also das ist jetzt nicht nur auf irgendeine Sache gemünzt, sondern es sind eigentlich die allgemeinen Gesetze, die da gelten. Mhm. Und das schon mal danke dafür, für den Vortrag. Ja. Ein anderer Punkt, den ich noch ganz kurz anmerken möchte, Michael, stehe mir das eben zu, ist, was wir jetzt alles gerade eben gelesen haben in Levitikus Kapitel 18, es geht vielleicht eher darum, dass wir vielleicht mal eben deutlich machen, was haben wir denn nicht gelesen? Wir haben kein einziges Wort gelesen, das Gott als Regel aufstellt, wie ein verheirateter Mann mit seiner verheirateten Frau im Bett umzugehen hat. Es gibt später in der Bibel Textstellen, da kommen wir auch in diesem Text später noch hinzu, die sprechen von dem unbeschmutzten Ehebett. Der Herr hat die Ehe ordiniert im Buch Genesis, Ende des zweiten Kapitels, als Adam sagte, als er seine Frau gesehen hat und gesagt hat, dafür wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und er will zu seiner Frau halten und die beiden werden ein Fleisch sein. Das ist die Ordination der Ehe. Und Gott erwähnt in diesem ganzen Kapitel, wo wir eben eine ganze Menge, über 30 Verse gelesen haben, Verordnungen zum Schutz der Ehe und gegen Unzuchtsünden. Wir hören nicht ein einziges Wort aus Gottes Mund, das sich damit beschäftigt, wie ein verheirateter Mann mit seiner verheirateten Frau oder wie die verheiratete Frau mit ihrem verheirateten Mann in der Heiligkeit ihres Schlafzimmers miteinander umzugehen haben. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
weil ja, da mischt sich der Herr nicht ein. Aber die römisch-katholische Kirche, die mischt sich darin ein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich doch noch eben anholen wollte. Ja, und die staatlich akzeptierte Form der Ehe, man kann ja auch eine Ehe auf staatlicher Basis schließen, man muss ja nicht unbedingt den Kirchen in Anführungsstrichen Segen dazu haben, die ist ja jetzt auch seit 2017, ist ja ein brandaktuelles Thema, jetzt ja auch legitimiert, dass auch gleichgeschlechtliche Paare da jetzt die Ehe eingehen können. Im Umkehrschluss heißt das, was da eben wieder nicht gesagt wird, ist, dass die Ehe eigentlich den besonderen Schutz der Familie hervorhebt. Und der ist jetzt mittlerweile nicht mehr gegeben, weil die Familienschließung, die einer Ehe ja dann vermutlich dann ja mal folgen wird, weil der Sinn einer Verbindung zwischen Mann und Frau ist ja in der Regel halt auch da, eine Familie zu gründen, die steht ja gar nicht mehr im Mittelpunkt einer Eheschließung, sondern es steht jetzt nur noch im Mittelpunkt einer Eheschließung, steuerliche und gesellschaftliche und soziale Vorteile zu haben. Und deswegen ist jetzt mittlerweile ja zumindest nach meinem Verständnis die gleichgeschlechtliche Ehe der heterosexuellen Ehe jetzt mittlerweile gleichgestellt. Und das ist eben nicht biblisch. Das ist nicht nur nicht biblisch, sondern das eben ist eben explizit untersagt nach Moses, drittes Buch, Kapitel 18. Und es ist letzten Endes auch völlig unnatürlich, weil die Verbindung zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Partnern eben keinen Nachwuchs und deswegen keine besondere Schutzbedürftigkeit hervorruft. Das Letztere war jetzt meine Meinung dazu. Und ich habe jetzt menschlich gesehen kein Problem, wenn jemand jetzt sagt, nein, das ist mein Partner und so weiter und so fort und den möchte ich, den habe ich jetzt geheiratet, denn ansonsten kann ich ihn beispielsweise nicht auf der Intensivstation besuchen. Ja, den Fall habe ich beispielsweise in meinem Bekanntenkreis. Womit ich ein Problem habe, ist, dass letzten Endes alles mittlerweile, was in der Bibel als Vorgabe des Wortes Gottes mittlerweile da jetzt gesagt wurde und niedergeschrieben wurde, komplett pervertiert und ins Gegenteil verkehrt wird. Das heißt, inzwischen ist es so, dass alle Minderheiten, die Privilegien bekommen, und letzten Endes jemand, der jetzt vielleicht im Mittelfeld schwimmt oder so, dann halt permanent den Vorwurf eines unangepassten Verhaltens oder einer Diskriminierung und so weiter sich einhandelt, weil er auf dieses Ungleichgewicht hindeutet. Das finde ich persönlich selbst extrem störend. Denn diese Menschen haben eben nicht mehr die Bibel als Grundlage ihrer Zusammenkunft, sondern letzten Endes orientieren sich letzten Endes immer nur daran, was die Mehrheit oder die Menge oder wer auch immer macht. Auf jeden Fall ist es nicht nur unbiblisch, sondern es ist letzten Endes auch noch völlig wider dem Wort des Herrn. Ja, und wenn ich jetzt mal kurz eingreifen darf, ich habe schon zu den letzten 2 Minuten ein Bild eingeblendet von dem White House in Amerika, in Washington, dem Regierungssitz des amerikanischen Präsidenten, das in 2016 in den Farben eines Regenbogens beleuchtet war. Da komme ich auch direkt auf, um da eine kleine Erklärung zu abzugeben. Aber erst zu dem, was du gerade gesagt hast, Michael, wir wissen ja, dass die Lehre des Antichristen immer genau 180 Grad umgekehrt das ist von dem, was Christus erklärt, also was Gott sagt. In unserem System und gerade in dieser sexuellen Agenda, und das ist ja nur also mit der Sodomie und mit dem ganzen LGBTTI und was weiß ich nicht alles, das ist ja alles nur der Anfang. Es geht ja noch viel schlimmer. Es läuft ja darauf hinaus, dass im Ende Sodomie und Pädophilie akzeptiert werden sollen. Das sind Minoritäten in unserer Gesellschaft. Und zwar nicht nur in unserer Gesellschaft in Deutschland oder in Europa, sondern weltweit. Aber die Lehre, die der römische Katholizismus hier vertritt, ist, dass diese Minorität umgedreht wird in eine Majorität. Dass diese Minderheit eine Mehrheit werden soll oder mehrheitsakzeptiert werden soll. Das heißt, wenn 2% der Weltbevölkerung von 7,5 Milliarden Menschen so sind, dann müssen die anderen beinahe 7,5 Milliarden Menschen genau das akzeptieren, nur weil die 2% so sind. Und das ist die Politik, die sich hier durchsetzt bei uns. Jetzt nochmal eben auf das Bild, das ihr hier im Video seht, von dem White House, also dem Weißen Haus in Washington, D.C., das man im Sommer 2016 mit den Farben eines Regenbogens angestrahlt hatte, nachdem das amerikanische Hohe Gericht
Also das Constitutional Court, wie heißt das da, Supreme Court, ja, der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat damals die zwischen Anführungszeichen Homo-Ehe, also die gleichgeschlechtliche Ehe, in Amerika zugestanden und hat sie mit der normalen Ehe gleichgestellt. Das, was Michael gerade eben auch schon bereits gesagt hatte. Warum hat dann diese Bewegung den Regenbogen als Symbol? Und warum ist dann hier das Weiße Haus in Regenbogenfarben angeleuchtet? Weißt du das, Michael? Ich könnte googeln, aber aus dem Kopf weiß ich es nicht. Gut, dann sage ich es dir. Am Ende der Flut hat Gott einen Pakt geschlossen mit den Menschen, dass er die Erde nie wieder überfluten wird. Und als Zeichen seines Paktes hat er den Regenbogen genannt. Lest das mal. Mhm. Das ist in Genesis, als die Flut vorbei ist. Kannst du ja vielleicht inzwischen, wenn ich hier spreche, aufsuchen und dann können wir die Bibelstelle vorlesen. Aber das ist der Pakt, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Mit den Menschen, die die Flut überlebt haben. Noah und seine Frau und Noahs drei Söhne mit jedem seiner Frau damit bei. Diesen 8 überlebenden Personen, die einzigen Überlebenden aus der alten Welt, sage ich jetzt mal, aus der vorsintflutlichen Welt, mit denen hat er, das gilt dann für die ganze kommende Menschheit, das steht auch in der Bibel deutlich drin, das gilt für alle kommenden Generationen, hat Gott den Pakt geschlossen, die Erde nie wieder mit einer Flut zu überschwemmen und alles Lebende zu vertilgen und hat als Zeichen dafür einen Regenbogen in den Himmel gesetzt. Ja, das ist 1. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 13. Lies das doch mal vor. Ja. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Genau. So, müssen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Der Punkt ist, warum gebraucht die LBGTTI oder immer genannte Bewegung den Regenbogen als Symbol? Und warum tünchen sie hier mit Scheinwerfern angestrahlt das Weiße Haus in Washington in die Farben eines Regenbogens, nachdem das amerikanische oberste Gericht die Homo-Ehe zwischen Anführungszeichen zuerkannt hat oder anerkannt hat? Dürfte ich mal raten? Weil sie damit Gott spotten. Ja. Die ganze Welt spottet Gott. Und wir stehen als Zuschauer da und begreifen es nicht. Die meisten jedenfalls nicht. Aber nach deiner Erklärung jetzt begreifen es bestimmt doch ein paar hundert mehr. Oder sogar ein paar tausend. Das wäre schön. Das wäre schön. Lass uns dann mal mit dem Artikel fortfahren, Michael. Genau. Die nächste Überschrift heißt da, Kindesmissbrauch ist Unzucht, in Klammern Hurerei. Auch das Neue Testament spricht eine klare Sprache. Ja, ich übernehme gerade, weil ich eben dann die Lesung mache von der Bibel hier. Ja. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 1, ist davon die Rede, wo wir lesen, die Bibel sagt, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Weitere Referenzen können wir nachlesen in Matthäus 18, Verse 15 bis 18, im 1. Brief an die Thessaloniker, Kapitel 4, Verse 3 bis 8 und im 5. Buch Mose, das ist das Deuteronomium, Kapitel 19, Vers 19. Bitte, Michael. Also, im 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 1 ist davon die Rede, dass ein Mann Geschlechtsverkehr mit seiner Stiefmutter hatte. Und dass dies eine Handlung war, die selbst in der damaligen heidnischen Welt normalerweise nicht stattfand. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird dann genauso deutlich gezeigt, dass jede Form von Unzucht, also Verse 9 bis 11, die da lauten, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt,
und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird dann genauso deutlich gezeigt, dass jede Form von Unzucht und Kindesmissbrauch eine schreckliche Form dieser Unzucht Sünde ist und Versammlungszucht zur Folge haben muss. In Epheser Kapitel 5, Vers 4. Tja, und da haben wir festgestellt, dass eine verkehrte Referenz, das muss sein Epheser 6, Vers 4, lesen wir. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. In Epheser 6, Epheser Kapitel 6, Vers 4, so, werden wir Väter stellvertretend für die Eltern insgesamt aufgefordert, die Kinder, Zitat, in der Zucht und Ermahnung des Herrn, Ende Zitat, aufzuerziehen. Dabei geht es darum, Kindern mit einer guten elterlichen Fürsorge zu begegnen und ihnen die rechte Nahrung und Pflege zu geben. Wir sollen die Kinder gerade nicht zum Zorn herausfordern. Kindesmissbrauch ist einer der schlimmsten Formen, um Kindern zu einem nachhaltigen Zorn zu bringen. Man braucht sich nur mit betroffenen Personen zu unterhalten. In Kolosser Kapitel 3, Vers 21 sagt die Bibel uns, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Werden wir zudem aufgefordert, die Kinder nicht zu reizen, damit sie nicht mutlos werden? Kann man ein Kind mutloser machen als durch Kindesmissbrauch, wo man ihm jede Ehre raubt und das Selbstwertgefühl mit Füßen zertrampelt? Nach dem 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 3. Da lesen wir zwischen Versen 1 und 5 wie folgt. Die Bibel sagt, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Andere Referenzen zu diesem Thema ist 2. Petrus, Kapitel 2, Verse 1 bis 22, Judas, das 1. Kapitel, Verse 3 und 23 und Titus, Kapitel 1, Verse 10 bis 16. Aber ich möchte hier noch eben eine kleine Anmerkung machen, die ich nicht geplant habe. Aber ihr seht hier stehen im ersten Vers, Zitat, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Nun gibt es viele Menschen, die wahrscheinlich sagen werden, ja Jörg, das was ihr hier besprecht, das ist ja schon seit Jahrtausenden so oder seit Jahrhunderten so. Wann sind denn dann die letzten Tage? Jesus Christus hat damals schon gesagt, dies sind die letzten Tage. Und das war vor 2000 Jahren. Ja, wie lange können die letzten Tage denn sein? Dazu muss man natürlich das Buch Daniel verstehen. In dem Buch Daniel, in Kapitel 2 und in Kapitel 7, wenn ich mich nicht irre, ist es Kapitel 7, wo über die Tiere gesprochen wird, wird zweimal der Verlauf der Welt dargestellt vom Zeitpunkt des Königreichs in Babylon, in dem Daniel und die Israeliten oder die Juden damals gefangen genommen waren, an bis zum Ende der Zeit. In Kapitel 2 wird dieses dargestellt mit dem Bild eines Metallmenschen, ja, mit einer Metallfigur. So, dann will ich mal eben hier sehen, dass ich das Bild hier auch noch einblende in der Zeit, wo ich darüber spreche, dass wir uns das mal eben anschauen. Ja, da ist das Bild, jetzt ist es nur wie verhuscht. dieses hier, das ist ein schönes Bild dazu. Dieser Metallmensch, der das Haupt von Gold hat, die Arme und die Schultern von Silber, die Taille und den Bauch von Bronze und zwei eiserne Beine. Und die eisernen Beine sind dann noch auf einem Untergrund, der
Ton ist. Ton nennt man das im Deutschen, ne? Miry Clay ist es im Englischen. Das ist dieses Bild, aber es gibt noch ein schöneres Bild hier, wo der Stein einschlägt. Das wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Jetzt weiß ich nicht, wo ist denn das hier runtergerutscht? Ich habe es gerade eben gesehen. Hier, dieses Bild. Das gibt es eigentlich sehr deutlich wieder. Das könnt ihr euch dann nochmal eben angucken. So, also, Daniel hat damals, und der lebte im 6. Jahrhundert vor Christus, während der babylonischen Gefangenschaft, hat damals den Traum von Nebukadnezar erklärt. Und das ist übrigens ein Thema, dem werde ich mich auch demnächst widmen. Vielleicht hat Michael Lust, mich darin zu begleiten, die Lesung in Deutsch des Buches Daniel. Wo im zweiten Kapitel halt Daniel jetzt dem König Nebukadnezar einen Traum erklärt. Und mit diesem Traum macht er deutlich, dass das erste Königreich, das ist der Kopf von Gold, Babylon ist, dass das zweite Königreich, das die Arme und die Schultern von Silber sind, das Königreich von Medo-Persien ist, also die Medier und die Persier, dass das dritte Königreich, die Hüften und der Bauch von Bronze oder Messing, Griechenland ist und dass die Beine aus Eisen Rom sind und dass die Füße, die vermischt sind mit dem Ton, die dividierten Nationen sind, wie wir das heute eben auch immer finden. Denk mal zum Beispiel, wo wir gerade die EU zusammen hatten und dann sagt Großbritannien, wir haben da jetzt keinen Bock mehr drauf und mit dem Brexit rausgehen. Ja. Und dann kommt es zum Schluss zu dem finalen Schlag, wenn der Stein nicht ausgehauen mit Menschenhänden die Statue in den Füßen treffen wird, diese Statue zu Staub zerbröseln wird und dieser Staub vom Winde verweht wird und dann wird dieser Stein ein Fels, ein Berg, der die ganze Welt umspannt, ein Königreich, das nie vergeht. Wann sind denn jetzt die letzten Tage? Wohl, wir befinden uns in dem Königreich von Rom. Gott sagt, es gab zu dem Zeitpunkt, als Daniel auf der Erde war, noch vier herrschende Königreiche, vier Weltordnungen, wollen wir es mal so sagen, die jeweils die ganze bekannte Welt beherrscht haben, die wichtig war. Hier war es erst Babylon, dann Medo-Persien, Griechenland und Rom. Das heidnische Rom hat sein Ende gefunden und wurde fortgesetzt durch das päpstliche Rom, aber wir befinden uns immer noch in Rom. Nun, als Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Erde wandelte, das Wort ward Fleisch und wandelte unter uns, da hat bereits Rom geherrscht. Deswegen sind die Tage von Roms die letzten Tage. Auch zieht sich das leider über mehrere Jahrtausende anscheinend hin, es sind aber trotzdem die letzten Tage. Und genau das ist, was der Herr damit meinte, und genau das ist, was hier in dem Bibelzitat damit gemeint ist, wenn wir hier lesen im 3. Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Diese schlimmen Zeiten sind, seit es Rom gibt. Und Rom gibt es seit 300 vor Christus. Also seit 2300 Jahren sind die letzten Tage. Und in diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten eintreten. Seit 2000 Jahren treten überall schlimme Zeiten ein. Hast du da vielleicht eine Bemerkung zu, Michael? Nur eine ganz kleine. Im Endeffekt war es doch, glaube ich, so, dass man im Alten Testament immer gemerkt hat, dass der Abfall immer eingetreten ist, nachdem Gott gesprochen hat oder Gott sich offenbart hat durch Mose zum Beispiel, also durch die 10 Gebote. Da ging der Abfall ja relativ früh los über den Aaron mit dem goldenen Kalb und nachher hat es ein bisschen länger gedauert. Aber da jetzt eigentlich jetzt so viele Generationen seit dem Kommen und Wirken Jesu auf dieser weltlichen Erde jetzt hier schon vergangen sind, lebt ja eigentlich nur die Erinnerung und auch durch den Heiligen Geist Jesu für die meisten Menschen ist es ja halt einfach nur noch eine historische Person. Und deswegen ist es für mich zumindest eigentlich nur logisch, dass jemand, der den entsprechenden Geist nicht hat, halt einfach sagt, ach, das ist alles schon so lange her und so weiter und so fort und so ganzen verfälschten Bibeln und da kommen ja halt die ganzen bekannten Argumente, dass halt der Abfall immer weiter vonstatten geht, bis letzten Endes nachher tatsächlich nur noch eine ganz, ganz kleine Schar überbleibt.
Und das ist für mich halt jetzt eine Sache, je schlimmer die Zeit da draußen wird, desto näher kommen wir halt dem Ende. Das finde ich jetzt auf der anderen Seite auch wieder beruhigend. Auf der einen Seite kann ich mich drüber aufregen, aber ich versuche da auch mittlerweile ein bisschen gelassener zu sein. Naja, ich wollte nur den Punkt machen über die, was die letzten Tage sind, dass du natürlich mit deinem Punkt recht hast, dass es immer schlimmer wird und dass das ein Zeichen ist, dass es wirklich auch in diesen letzten Tagen zu Ende geht, ist richtig. Das ist nämlich nicht eine Vermutung, die Michael so nur ausspricht. Nein, das ist ein Zitat aus der Bibel, wo ich es jetzt nicht wörtlich zitieren kann, aber wo drin steht, dass zur Rückkehr zur Zeit, dass Jesus Christus zu einer Zeit zurückkehren wird, wenn es hier auf der Erde sein wird, wie in den Zeiten von Sodom und Gomorra und zu den Zeiten von Noah. Mhm. Und Noah hatte 120 Jahre, um die Menschen zu warnen. Mhm. Wie viel Zeit haben und wir hat, nicht schon gehabt? Und hat nur ein paar Leute erreicht, ne, im Endeffekt. Ja, hat nur seine eigene Familie retten können. Und der ganze Rest ist untergegangen. Und dass Gott in der Hinsicht ein gerechter Gott ist, das liest man, wenn man sich die Geschichte von Sodom und Gomorra anschaut, wo Lot mit Gott die ganze Zeit handelt. Das wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Und sagt, aber du kannst die Stadt doch nicht zerstören. Stell dir vor, das sind 100 ehrliche Seelen. Dann sagt Gott, wenn da 100 ehrliche Seelen sind, dann zerstöre ich sie nicht. Und dann handelt er weiter mit ihm. Von 100 auf 50, auf 30, auf 20, 25, 20, 10, 5, wie auch immer. Ja. Bis er merkt, nein, Gott wird die Stadt nicht zerstören, wenn da auch nur eine einzige ehrliche, gottesfürchtige Seele drin wohnt. Dann wird er die ganze Stadt verschonen. Und am nächsten Tag fing es an, Schwefel und Sulfit zu regnen. Und das kann man übrigens heute sich raussuchen. Ron Wyatt hat Sodom und Gomorra gefunden. Und die Überreste davon sind deutlich sichtbar. Da gibt es interessante Videos auf YouTube, die man sich dazu anschauen kann. Das ist tatsächlich so passiert. Ja, Michael, wir sind mit dem Text gut in die Hälfte gekommen von dem, was der ganze Text, glaube ich, uns zu schenken hat. Wir sind nämlich auf der zweiten von 4 Seiten. Und wir werden am nächsten Mal weitergehen mit dem Thema das unbefleckte Ehebett. Du hast ja den letzten Satz hier noch besprochen. Nicht? Wer wollte bestreiten, dass Kindesmissbrauch das Gegenteil von wahrer, natürlicher Liebe ist? Soweit warst du ja gekommen, ne? Oh, da war Ende. Genau. Na, da ist noch nicht Ende, aber da machen wir heute Ende, weil wir sind bei etwas über einer Stunde. Und das ist ein sehr interessantes, aber auch sehr intensives Thema. Auch ein Thema, über das die Menschen vielleicht hier und da ein wenig nachdenken wollen und sollen und ihre eigenen Nachforschungen anstellen. Und es ist vielleicht besser, wenn wir da jetzt für heute unterbrechen und den nächsten Teil dieser Lesung, dieses Papiers, auf das nächste Video verschieben und inzwischen den Leuten die Gelegenheit geben, sich darüber ein bisschen zu reflektieren und ihre eigenen Nachforschungen darüber anzustellen und auch zu erkennen, dass nicht nur dieser Text, sondern vor allen Dingen du, Michael und ich, alles, was wir hier sagen, am Worte Gottes spiegeln. Das Wort Gottes, die 1611 autorisierte Version der König-James-Bibel in Englisch oder die Schlachterbibel 2000 in Deutsch als die einzige mir bekannte, vollständig masoretischen Text und Textus Receptus beinhaltende Bibel, ist der Grundstein, ist die Festung, ist das Fundament für unsere Autorität, mit der wir hier sprechen. Und ich denke, das ist in diesem Video deutlich geworden. Bitte, Michael, ich möchte dir gerne noch ein paar Schlussworte gönnen, bevor ich das Video zum Abschluss bringe. Ich, bei dem heftigen und heiklen Thema bedanke ich mich einfach bei allen Zuhörern und Zuschauern für ihre Geduld, für ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass sie fest im Glauben stehen und dass sie halt genauso gespannt sind, was uns die Bibel dann noch zu offenbaren hat, um auch letzten Endes dann für sich eine Gewissheit zu finden im Leben. Gut. Dann danke ich dir, Michael, für deinen Beitrag zu diesem Video heute. Ich kann jedem versichern, der sich dieses Video anschaut, dass natürlich die Lesung von Griesinger ungeachtet dieses kleinen Ausflugs weitergeführt wird. Aber diesen kleinen Einschub, den möchte ich hier dringend mit einbringen, genau wie ich es damals gemacht habe in die verborgene Geschichte der Jesuiten, wo ich nach Kapitel 21, nach der 21. Sendung hochgeladen zu haben, das auch unterbrochen habe, um die zwei Sendungen zu veröffentlichen von der Lesung Das wahre Odessa von den unerwünschten Flüchtlingen, was mir auch ein sehr wichtiges Thema erschien. Und da sich der Autor Karl Theodor Griesinger hier
beschäftigt mit der Gnadenliebe und der Päderasterie und der Pädophilie und der Unzucht mit Minderjährigen hauptsächlich dann noch, möchte ich eben darauf hinweisen, dass es für uns beide, sowohl Michael als für mich, ein sehr wichtiges Anliegen war, dieses Thema zu besprechen. Wir bringen hiermit das erste Video zum Schluss und werden euch in Kürze den zweiten Teil und wohl abschließenden Teil dieser Serie bringen, bevor es danach natürlich in der Lesung von Theodor Griesinger in dem Buch auf Seite 345 im PDF weitergeht. Für heute, ich danke euch im Namen von Michael und in meinem eigenen Namen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und denkt immer daran, unehrliche und verleumende und beleidigende und trollerische Kommentare werden ohne weitere Warnung gelöscht und der Verfasser wird vom Kanal gebannt. Mein Kanal Joggle66 hält sich an biblische Moralvorstellungen, auch in der Kommentarsektion. Jeder ist hiermit gewarnt. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.